Willkommen bei Lernvideos. Tipps fürs Lernen. Karteikärtchen. Man schreibt sich auf ein Karteikärtchen vor der Seite seine Frage oder Fragen und auf die Rückseite schreibt man sich die Lösung. Abfragen. Tom, wie viele Dezimeter sind 8 Meter? Aha! Ich glaube, ich weiß, wie viele Dezimeter 8 Meter sind. 80 Dezimeter. Was, stimmt das? Ja! Wanderdiktat. Beim Wanderdiktat legt man die Wörter auf einen Tisch und ein leeres Blatt legt man weiter weg auf eine andere Fläche. Und dann heißt es Lesen und Schreiben. Mathematik. So rechnet man durch. Also, wir rechnen jetzt 7 durch 9. Das geht nicht. Also nehmen wir 73 durch 9. Dann nehmen wir die kleinere Zahl aus der 9er Reihe, weil wenn wir 9 mal 9 nehmen, wären es 81, minus 9 wären es 72. Also nehmen wir hier jetzt 8. 8 mal 9 sind 72, wie gesagt. Hier mit Lineal unterstreichen, dann minus. 2 plus wie viel gibt 3? Das sind 1. Und 7 plus wie viel sind 7? Sind 0. Dann nimmt man hier die 6 nach unten. Hier haben wir den 16. Und dann 16 durch 9. Wieder die kleinere Zahl aus der 9er Reihe, weil es nicht geht, ist 9, also einmal. Und dann einmal 9. Das ist 9. Und dann 9 plus wie viel gibt 6? 16. Das ist 7. Und hier machen wir eine Behalte 1. 1 plus wie viel gibt 1? Ist hier 0. Hier nehmen wir wieder die 2 runter. So. 72 durch 9, das geht gerade auf, ist 8. 8 mal 9 sind 72. 2 plus wie viel sind 2? Sind 0. 7 plus wie viel sind 7? Sind wieder 0. Hier hat es keine Zahl mehr. Also ist das das Resultat. Rechnet mit. Plus. Also, wir rechnen jetzt 7362 plus 818. Dann machen wir darunter einen Strich, so, zwischen die Häuschen. Und dann macht man 8 plus 2, das gibt 10, also eine 0. Und die 1, die schreibt man hier oben ganz klein hin, das ist dann die 10. Dann nimmt man nicht 1, sondern plus diese 1 gibt 2 plus 6, das wäre dann 8. 8 plus 3 gibt 11, also eine 1, und hier wieder eine 1. Und hier 1 plus 7, es gibt 8, also haben wir hier das Resultat. Natürlich immer doppelt unterstreichen. Minus. Bei Minus und bei allen anderen schriftlichen Rechnungen ist es sehr wichtig, dass man exakt in den Häuschen schreibt. Also, hier machen wir einen Strich darunter. Einen geraden. Und dann rechnet man
8 plus wie viel ist 15? Das sind dann 7. Hier schreibt man eine 7 und hier eine 1. 5 plus wie viel sind 8? Das sind 3. 5 plus wie viel gibt 11? Das sind 6. Schreibe hier eine behalte 1. Und dann 1 plus 4 sind 5. Plus wie viel gibt 7? Sind 2. Ist das hier die Lösung? Und wie immer, gerade und doppelt unterstreichen. Tipps für Sprachen. Eine Woche früher anfangen zu lernen. Jedes Mal nach dem Unterricht die Aussprache üben. Am besten wäre es, am Abend vor der Prüfung mit den gewünschten Methoden nochmal zu üben.